Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wollen wir uns die PUBG-Cheater-Statistik anschauen. Die ist ziemlich krass und auch bedenklich. Krafton, die Firma, die PUBG betreibt, hat hier einen Zeitraum von 7 Tagen, nur einer Woche untersucht. Zwar vom 4. März bis zum 10. März 2024. Und in 7 Tagen hat es 70.000 Cheater gegeben, deren Account gebannt wurde. In 7 Tagen knapp 70.000. Das heißt pro Tag 10.000 Cheaters. Das ist krass. Ihr seht hier, wie sich das aufteilt. Also rund 60.000 wegen Cheating, rund 7.000 wegen Teamkilling, 1.300 wegen Teaming. Und 954 für irgendeinen Missbrauch. Wahnsinn, ne? Und auf der rechten Seite sehen wir hier 98.000 gesperrte Geräte. Und davon sind dann 178.000 Accounts betroffen. Ich weiß nicht genau, wie das mit der linken Statistik zusammenhängt, ob sich das deckt oder ob das dazukommt. Aber das ist Wahnsinn, ne? Also ich würde ja nicht cheaten, wenn ich euch wäre. Es lohnt sich nicht. Da werdet ihr bestimmt ziemlich schnell gesperrt. Und Krafton schreibt hier, hallo Leute, wir teilen die Liste der gesperrten Spielerinnen und Spieler für diesen 7-tägigen Zeitraum, um das Bewusstsein für den Missbrauch mit illegaler Software und die Konsequenzen von Fehlverhalten zu erhöhen. Bitte schaut euch die Liste der Personen an, die wegen Verstößen gegen die Verhaltensregeln gesperrt wurden. Und dann könnt ihr dort beim Link auf eine Liste mit 3 Spalten mit lauter Nicknamen. Weiter müsst ihr beachten, schreibt Krafton auf seiner Webseite. Bans auf einem Konto werden aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen gegeben. Es ist nicht möglich, dies rückgängig zu machen. Und es ist auch nicht möglich, eine Sperrungsperiode zu verringern, sobald der Verstoß festgestellt wurde. Unser Support Center hat keine Möglichkeit, irgendwelche Bans rückgängig zu machen, noch ist es möglich, Banzeiten zu verkürzen. Also auf gar keinen Fall cheaten, es lohnt sich nicht. Ihr seht hier 70.000 pro Woche, 10.000 pro Tag und dann rechts auch noch die gesperrten Geräte. Das ist krass. Das war's fürs heutige Video. Wir sehen uns beim nächsten.